Guten Morgen, Allwissende. Max Schmitz fragt mich: Was ist das Real Life? Nun, Max, das ist eine wirklich wichtig wahre Frage. Früher, Max, da gab es gar kein Real Life, sondern einfach nur Life. Und das war immer real. Oh, Entschuldigung. kein Respawn? Verdammtes Real Life. Aber mit steigender Popularität von Online-Computerspielen und sozialen Netzwerken im Internet entstand hier etwas ganz Neues und besonders Aufregendes: der Cyberspace. Respawn! Und dort konnte man nicht nur nicht sterben, sondern sich auch eine vollkommen neue Identität zulegen. Eine Identität, die viel cooler, attraktiver und stärker ist als man selbst. Cyberspace! Oder auch nicht. Aber viele Menschen begannen nun neben ihrem eigentlichen Leben auch so eine Art virtuelles Leben zu führen. Und das eigentliche Leben wurde von einfach nur live zum Real Life. Alles total echt hier. Passt. Und nun kommen diese alten Leute aus der Zeit, als Real Life noch einfach nur live hieß, und behaupten, die Jugend von heute verkommt, weil sie nur noch vorm Computer oder Smartphone sitzt. Jetzt häng doch nicht die ganze Zeit in diesem virtuellen Cyberspace rum, geh mal raus und mach was aus deinem Leben. Oh, die zweite Halbzeit fängt gleich an, aber wir reden noch darüber. Aber in Wahrheit ist dieser virtuelle Cyberspace mittlerweile gar nicht mehr so cyber und das Internet längst kein Ort mehr für heimliche Pseudo-Identitäten. In den allermeisten Fällen, wenn wir heute den ganzen Tag vorm Computer oder Smartphone sitzen, dann sitzen am anderen Ende des Cyberspace ebenfalls echte Menschen, mit denen wir ganz echt kommunizieren. Was machst du so? Nichts. Lol. Nicht unbedingt sinnvoll kommunizieren, aber echt kommunizieren. Denn virtuell ist nicht das Gegenteil von real, sondern das Gegenteil von physisch. Virtuell ist etwas, das physisch nicht existent ist, aber als gedachte Sache durchaus echte Funktion, echte Eigenschaften und echte Wirkung über das Virtuelle hinaus hat. Der Kommentarbereich unter diesem Video ist physisch nichts weiter als ein paar unterschiedlich gelagerte Magnetstifte auf der Festplatte irgendeines YouTube-Servers. Virtuell aber ist er ein gedachter Ort, an dem wir uns unterhalten können, konstruktive Kritik geben und zivilisiert diskutieren. Du verdammtes Hurensohn, geh sterben! Du bist nicht Erster, scheiß Erster Schreiber! Deine Mutter ist fett! Meistens zumindest. Denn auch die jungen Leute, die mit dem Internet groß geworden sind und ach so gerne wollen, dass ihre Welt ernst genommen wird, vergessen leicht, dass die virtuelle Realität nicht weniger real ist als die reale Realität, und dann fangen sie an, andere zu mobben, weil es so schön einfach ist, weil man sich ja nur in einem virtuellen Raum befindet, wo man nicht sieht, dass der andere verletzt ist, dass er ein echter Mensch ist, mit echten Gefühlen und übrigens auch echten Polizeidienststellen, bei denen man Cybermobbing melden und anzeigen kann. Mehr Infos in den Fußnoten. Letztlich ist das Internet genauso live wie das Real Life. Es gibt kein virtuelles Leben und reales Leben. Es gibt einfach nur Life. So wie früher. Nur mit Internet. Ein Life-Life. Life-Life. Woo! Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch zu unterhalten, konstruktive Kritik zu geben oder zivilisiert zu diskutieren, dann könnt ihr natürlich den virtuellen Kommentarbereich unter diesem Video nutzen. Und wenn ihr hier klickt, dann kommt ihr noch zu einem ganz besonders realen Video, in dem ich erkläre, wie man eine neue Wohnung findet. Garantiert. Tschüss und bis bald.